Team beschäftigt sich mit der Thematik, ein effizientes Prototypenfahrzeug zu entwickeln, welches mit Wasserstoff betrieben ist. Das Ziel ist dann, wenn dieses Fahrzeug fertig ist, eine gegebene Strecke in einer bestimmten Zeit zu absolvieren und dabei möglichst wenig Wasserstoff zu verbrauchen. Hierbei haben wir teamintern eine Gesamtfahrzeugsimulation entwickelt, wodurch wir das Verhalten des gesamten Fahrzeugs auf der Strecke genau analysieren können und damit die optimale Fahrstrategie fürs Rennen entwickeln können. Außerdem bietet uns das die Möglichkeit, verschiedene Setups des Fahrzeugs, sei es Antrieb, Verhalten der Brennstoffzelle und so weiter, zu untersuchen und gleichzeitig gleich die Auswirkungen auf der Rennstrecke zu simulieren, um eben möglichst wenig Wasserstoff zu verbrauchen. Das ganze System kann man sich wie eine Blackbox vorstellen, wobei wir die Subkomponenten des Fahrzeugs durch Transferfunktionen und Kennfelder darstellen und dann die Eingangsgrößen durch diese Funktionen in Ausgangsgrößen gewandelt werden. Dadurch wird die Physik modelliert. Diese Ausgangsgrößen gehen dann wieder in die nächsten Subsysteme. Also aktuell haben wir den Stand, dass wir unsere Fahrzeugsimulation in CarMaker implementieren. Denn im Juli in London haben wir die Erfahrung gemacht, dass diese Simulation unbedingt nötig ist. Denn wir haben die Reichweite, die wir am Wettbewerb erzielt haben, durch die Simulation auf 2% genau bestimmt im Vorhinein. Dadurch haben wir auch die Möglichkeit, jetzt für die kommende Saison riskantere Strategien zu entwickeln, um dadurch nochmal mehr aus dem Fahrzeug herauszuholen. Natürlich steht die Sicherheit des Fahrers an oberster Stelle. Und zudem haben wir noch die Möglichkeit, diese Simulationsergebnisse aktuell bei uns in München am Gesamtfahrzeugprüfstand zu validieren und da das Gesamtfahrzeugsystem sozusagen zu testen. Also unsere Simulation basiert auf einer Modellierung des kompletten Antriebsstrangs unseres Fahrzeugs. Von der Wasserstoffflasche bis zum Hinterradantrieb, wo es dann letztendlich auf die Straße geht. Und die Komponenten, die dazwischen liegen, also sprich die Brennstoffzelle in unserem Fall, die elektrische Wandlung in den Kondensator, die Speicherung. Und dann geht es eben auf einen Elektromotor zum Antrieb. Das Entscheidende ist, dass wir dann eben ausgehend von diesem Fahrzeuginnenleben die Interaktion mit der Umwelt modellieren. Das heißt, wie wir die Kraft auf die Straße übertragen und was bedeutet es letztendlich für das Fahrzeug dann. Wir nutzen das Ganze, unsere Simulation, gefüttert mit den Testdaten, die wir im Vorhinein auf Komponentenebene für die Einzelkomponenten bestimmt haben und dann im integrierten System auf Gesamtsystemebene validieren können und nochmal die Interaktion der Komponenten miteinander eben auch abgleichen können. Der große Vorteil von CarMaker ist, dass wir unsere eigenen Blöcke ergänzen können, das Modell individuell auf unsere Bedürfnisse anpassen können, mit unseren Daten füllen können, um letztendlich dann das Ergebnis, was uns interessiert, zu ermitteln. Ein weiterer entscheidender Vorteil ist die visuelle Darstellung, die wir auch am Prüfstand nutzen, um die Fahrerinnen zu schulen, auf die Strecken vorzubereiten und ihnen ein Gefühl dafür zu geben, wie sie auf der Strecke die Strecke abfährt.